The Bored Watcher. Yo, was geht ab, Leute? Heute checken wir die neue Demo von Road to Vostok ab. Road to Vostok ist ein Survival-Shooter, der von einer einzelnen Person entwickelt wird und das ist absolut crazy. Ich meine, man sieht schon, die Grafik ist schon ziemlich nice und auch gameplay-technisch ist das Game anderen, viel, viel größeren Studios sowas von überlegen. Ist echt crazy. Wenn man es vergleicht mit so Lachnummern wie The Day Before oder so, ganz andere Hausnummer, obwohl es von einer einzelnen Person entwickelt wird. In der Demo kann man ein bisschen mehr machen als in der letzten. In der letzten Demo konnte man nur ein bisschen rumlaufen und schießen und so. Da wurde quasi nur so ein bisschen vorgestellt, dass das Game schon ein Shooter ist, dass es funktioniert an sich. Und dieses Mal ist Looten mit reingekommen, Trading, verschiedene Maps und Shelter und so ein Stuff. Und wir testen es jetzt einfach mal. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Let's go. Also wie gesagt, das hier ist eine Demo, ne? Erwartet hier kein fertiges Spiel. Das ist eine Demo, die ungefähr zeigen soll, was das Spiel mal werden soll. Wir haben hier verschiedene Haltungen. Wir können die Waffe so halten, wir können sie so halten. Wir können die Waffe anschauen. Damit kann man auch Aufsätze verändern und so. Ja, bei größeren Waffen dann. Okay. So, es gibt jetzt drei verschiedene Maps, glaube ich. Und man kann inzwischen auch looten und alles. Das testen wir jetzt mal. Was die Gegner und so angeht, die spawnen jetzt bei der Demo noch unendlich rein. Also da jetzt noch nicht so krassen Shit erwarten. Wie gesagt, das soll ein Showcase sein. Ja, da war's. Da werden die Türen aufgerissen, Alter. Das Game soll ziemlich hardcore werden, also schwer, verdammt schwer. Okay. Muss anscheinend die Sachen selbst rüberziehen, okay. Toilettenpapier, aha. Die Schuhe können wir gleich mal anziehen. Da sind auch Schuhe drin und Zigarren, alles klar. Jeder Behälter ist ein tatsächlicher Behälter, hat das Tutorial gesagt. Положение на границе очень тревожное. Никто не знает, что происходит на самом деле. Okay, so viel dazu. Jawohl. Ah, Mann. Scopes im Kühlschrank, da stehe ich doch drauf. Theoretisch würde es sich lohnen, alles einfach mitzunehmen, weil man beim Trader einfach alles traden kann. Also der Trader ist wirklich ein Trader, der tradet. Da kauft man nicht oder so, sondern man tauscht. Muss man immer schauen, dass man einen guten Gegenwert hat für das, was man haben will, dann kann man mit ihm tauschen. Okay. Draußen läuft doch jemand rum, oder? Eindeutig läuft da jemand rum. Umgeballert. Es gibt auch schon verschiedene Schwierigkeitsgrade anhand der Zonen quasi. Auf dieser Map hier sind die einfachsten Gegner, wie man sieht, so solche wie der hier, Terroristen. Ich kann seine Waffe nehmen. Wollte ich mich gerade beschweren, dass ich die Waffe nicht nehmen kann. Aber ich kann. Let's go. Verschiedene Feuermodis gibt es natürlich auch. Fühlt sich mega gut an, also Shooter-Gameplay fühlt sich ultra gut an, das ist echt crazy. Nicht, kann ja also wirklich nicht zu glauben, dass es von einer Person gemacht wird, das Game. Wenn man es mit anderen Spielen vergleicht, die so rauskommen, Alter, ganz andere Welt. Da weiß auf jeden Fall jemand, was er tut. Ich freue mich mega auf das Game, es wird sicherlich ziemlich cool.
Kein Plan, was ich da hinten für Geräusche höre, aber da hinten ist so ein Camp, vielleicht sollten wir da mal hinschauen. Ach ja, kann ich hier jetzt? Ah, hier kann ich jetzt die Optik drauf machen. Ist vielleicht ein bisschen Overkill für eine AKS. Aber ist cool, dass es geht. Munition und so ist momentan noch Placeholder, also es gibt nur einen Munitionstypen momentan. Für alle Waffen. Ich hab mich erschrocken. Jawohl. Weggeballert, die Sau. Kurz schauen, die Waffe hat nur 20% Haltbarkeit, die ist fast kaputt. Er hat auch eine AKS, hat die bessere Haltbarkeit? Nee, alles klar. Gewicht und so gibt's auch. Diese Icons da unten zeigen alles mögliche an. Verwundungen, Vergiftungen, Strahlung, alles mögliche. Und dieses grüne da vorne ist der Weg in die nächste Zone. Aber jetzt checken wir erstmal hier die Zelte. Gibt's hier was? Okay. Kann ich mich ans Feuer flacken oder was? So, das war die erste. Wow. Von wo, von wo? Ich weiß gar nicht, ob das mal ein PvP-Game werden soll, aber ich vermute mal schon. Relativ safe, glaube ich, dass es eins werden soll. Würde ich auf jeden Fall feiern. Shipyard, okay, dann gehen wir einfach mal zur Shipyard. Kein Plan, von wo auf mich geschossen würde. Schauen wir mal, was da abgeht. Das war jetzt die erste kleine Zone. Mal schauen, was die nächste zu bieten hat. Okay, größere Gebäude. Und ich glaube auch schon schwerere Gegner wahrscheinlich. Handschuhe. Eine Jeans. So eine Hose kann natürlich nicht schaden, ne? Aha. Okay, loopen wir jetzt nicht alles. Oh, da oben ist ein Sniper. Oh, aua. Okay, gehittet, aber mir geht's noch gut, glaube ich. Ah, sieht gut aus. Jetzt mal schauen, ob wir den Sniper da oben ausschalten können. Schwierig mit der AKS. Kann ja mal einen Scope draufpacken und Single Shot machen. Jawohl. Holz Aim des Todes, aber er ist tot. Machen wir die Optik erstmal wieder runter. Na komm, brauche ich die eher nicht. Oh, scheiße. Noch ein Scharfschütze. Oh, da unten. Keine Ahnung, ob er noch am Leben ist. Aber vielleicht lasse ich die Optik doch mal drauf. Ist er tot? Ich glaube, ich habe ihn erwischt hinterm Baum. Oh, die Optik nervt. Die ist zu groß. Schatten und so gibt es noch nicht so richtig anscheinend, aber ist ja nur eine Demo, also da darf man noch nicht zu viel erwarten, was Grafik und so angeht. Ich meine, für eine Demo sieht es eh schon voll gut aus, ne? Also kann man echt nichts sagen. Von einer Person, immer im Hinterkopf behalten, von einer Person entwickelt. Schon unglaublich. Vor allem das Gameplay fühlt sich so gut an. Was das Wichtigste ist für einen Shooter. Schießen muss sich gut anfühlen.
Das Haus scheint sauber zu sein. Liegt auch überall Stuff am Boden, den ich looten könnte. Aber ist gerade erstmal nicht so wichtig, würde ich sagen. Schauen wir noch mal zum Wasser, was da so abgeht. Kann ich aus dem Fenster springen? Nee, okay. Besser ist es wahrscheinlich. Hat sich auf jeden Fall einiges getan zur letzten Demo. Ich habe auch die letzte Demo gespielt. Ich habe kein Video dazu gemacht, aber da ging halt nicht viel. Ne? Da konnte man nur rumlaufen und ein bisschen ballern. Jetzt kann man looten, man kann handeln. Man kann Aufsätze wechseln. Man kann in die Safe Zone, also in sein Shelter gehen. Wie auch immer das funktioniert, keine Ahnung. Werden wir schon noch feststellen, schätze ich. Bin ich verwundet? Oh ja, mein Leben ist ganz schön niedrig. Ich nutze mal das hier. Ich habe noch keine Animation dafür. Ah, mein Leben wieder auf 100 gemacht, sehr gut. Essen, trinken muss man auch schon. Also das Game hat jetzt schon 5-mal so viel zu bieten wie The Day Before. Klar, es ist kein Zombie-Survival-Game, was es mit The Day Before zu vergleichen ist ein bisschen dumm, aber... kann einfach nicht anders. Oh fuck, oh fuck. Bräuchte eine richtige Sniper, das wäre was. Die Grafik ist ein bisschen überschärft, finde ich. Bisschen zu scharf quasi. Deswegen sehen die Kanten teilweise komisch aus. Aber geht trotzdem voll klar und die, man sieht alles sehr deutlich, was ganz gut ist. Okay, kein Plan, wo der Dude jetzt hin ist. Mausempfindlichkeit ist ein bisschen zu schnell im Scope. Ohne Scope geht's klar, mit Scope ist ein bisschen zu schnell. Keine Ahnung, wo der Typ hin ist. Anmachen. Okay. Schwimmen kann man auch, dafür muss man... ah, Schwimmmodus an, unten steht's, mittlere Maustaste muss man da drücken, dass man schwimmen kann. Und Schwimmmodus wieder aus und man ist wieder draußen. Sehr gut. Funktioniert soweit. Okay, das war dann diese Map, schätze ich mal. Okay, mal ein bisschen daneben geholzaimt. Leben, gut, okay. Ah, steht auch unten links, der erste Balken. Die Sniper-AKS. Mal gucken. Okay, hier ist eine Alpha Wall. Mal schauen, wo es weitergeht. Im Dorf gab es auf jeden Fall noch eine andere Richtung, die man gehen konnte. Vielleicht muss ich da wieder zurück, um dahin zu kommen zum nächsten. Es könnte auf jeden Fall ein ziemlich cooles Game werden. Schwer im Haus rum. Ich höre dich da drinnen. Wo bist du?
Da ist eindeutig einer im Haus. Schauen wir mal, wo er ist. Ich denke, das wäre oben. Klingt, das wäre ziemlich nervös. Oh shit, Alter. Steht da plötzlich vor mir, der Sack. Gib mir deine AKS. Die nehme ich mit zum Traden. Okay, dann mal zurück nach Village anscheinend. Meine Hydration ist schon auf 50%, muss ich nochmal was trinken, so wie es aussieht. So, da drüben ist der andere Ort. Wie ich genau zum Trader und so komme, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich baller jetzt mal so eine Limonade rein. Dafür muss ich anscheinend auch nicht stehen bleiben. Okay, nice. Sehe ich irgendwo, auf welchem Feuermodus ich bin? Okay, so weiß ich es auf jeden Fall. Immer noch die dritte. Yo. Seh dich, du Arsch. Nicht mit mir, Junge. Nicht mit mir. Übelste wuchtige Einschläge, wenn auf einen geschossen wird. Okay, hier ist der Highway. Das klingt doch ganz cool. Checken wir mal das ab. Oh ja, das sieht schön aus. Cool. Kann man Autotüren öffnen, auch nicht schlecht. Von oben? Ich glaube, der hat von der Brücke ausgeschossen, kann das sein? Am Safe von der Brücke. So, wo geht's hier hin? Gibt anscheinend mehr als drei Maps. Wenn es hier jetzt noch zum Minenfeld geht, oh Mann. Minenfeld klingt ungesund. Mal kurz schauen, ob es noch woanders hingeht da drüben. Man könnte sagen, das ist quasi ein Vertical Slide, was hier vorgeführt wird, ne? Die Hauptelemente vom Game werden in ganz kurzen Demos quasi vorgestellt. Dass man sich ein Bild davon machen kann, was das Game mal werden soll irgendwann. Ein anderes Scope. Rotpunkt, nice. Das kann ich mal drauf lassen. Darf ich da durch? Ne, ich glaube nicht. Okay, ich denke, das hier ist Sackgasse. Drin ist noch eine Dose. Kann ich mir doch auch noch. Mal schauen, ob ich da hoch kann, wo von wo aus auf mich geschossen wurde. Nicht, dass ich die Hälfte hier auslasse. Irgendwo hier war der Schütze, der auf mich geschossen hat.
ist er doch, der Hund. Okay. Ja, allzu viel kommt hier dann wohl nicht mehr, schätze ich mal. Und auf der anderen Seite wohl auch nicht. Dann ab in die nächste Location. Der Schritte. Oh fuck. Ich hab keine Money mehr. Vielleicht ein bisschen weniger ballern und mehr zielen. Hey, wo schießt der andere? Kein Plan von wo der andere schießt. Gibt's hier irgendwo Muni für mich? Nicht wirklich. Naja, gehen wir mal in die nächste Zone, mal schauen, ob ich's da ohne Muni weit bringe. Wahrscheinlich nicht. Ab ins Minenfeld. Klingt ultra safe. Langsam. Sieht ein bisschen komisch aus. Vorne bewegt sich schon was. Von wo, von wo? Oh, von oben bestimmt. Oh, wow. Jetzt habe ich gleich ein Problem, wenn die Muni leer ist. Links hat sich auch schon einer bewegt. Der Hubschrauber kackt aber jetzt keine Leute daraus, oder? Ich müsste wissen, wie ich zum Trader komme. Ich weiß nicht genau, wie es geht. Dann könnte ich mir auch neue Money holen, wenn ich es wüsste. Also wie es aussieht, müssen wir erstmal ohne Muni weiter. Von wo schießen die auf mich? Kann kaum durch die Zäune durchschauen. Ah, da ist er. Der Hund. Muni leer. Hat die noch ein Muni? Ah ja, die hat noch Muni. Zähle ich nicht mehr. Ich schau mal, ob ich durchs Minenfeld durchkomme. Oh, aua. Oh, oh, oh. Ich schau doch nicht. Bin ich am Bluten? Ich glaube nicht. Ich habe meine Bandage, aber ich glaube, ist alles gut soweit. Hat nur einen Schuss drin in der Waffe? Fuck. Ah, da ist eine Zahl unter den Waffen. Ich glaube, ich kann noch nicht durchschießen, kann das sein? 0, 0, fuck, jetzt bin ich überall auf 0. Jetzt habe ich keine Muni mehr, aua. Versuche einfach durchzurennen. Macht's bumm, wenn ich da reinrenne? Sind die Dinger da Minen? Ich glaube schon. Ja, sieht aus wie eine Mine. Aua. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt schon Blutungen gibt. Ich glaube nicht. Ich glaube, das kommt da auch erst noch. Ich weiß nämlich wirklich, wie ich den jetzt bekämpfen soll. Ohne was zum Schießen. Ich kann ihm höchstens aus dem Weg gehen. Nahkampf gibt's, glaube ich, nicht. What? Oh, mein Bein ist gebrochen. Scheiße.
Und die Dudes pushen mich. Ich glaube, das ist over. Du siehst mich nicht. Du siehst mich immer noch nicht. Ich bin hier nicht. Oh, kacke. Okay. Da ist mich ein, die Säcke. Na gut, dann würde ich sagen, dann lassen wir es mal dabei. So viel zu Road of Vostok. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und bis zum nächsten Video. Peace.